Hallo zusammen. Wir machen heute einen Summer Sour, wie wir es im Alpi machen. Ich zeige euch mal ein bisschen, was für Zutaten wir benutzen. Und wir fangen doch gerade damit an, dass wir eigentlich immer den Likör benutzen. Das ist ein Sama-Sama. Dann haben wir nachher eine Sama-Sama-Limonade, Ingwer-Limonade, frisch gepressten Zitronensaft, ein komplettes Ei, aber wir benutzen nur ein Eiweiß und Eiswürfel. Unser Werkzeug für, zum Strainen und zum Shaken ist ein Strainer, ein Feinstrainer, ein Jigger. Da könnt ihr auch ein Schüttelglas nehmen. Das ist ca. 12 bis 14. Eis natürlich, zum Vorfüllen des Glases. Und ein Glas. Und dann noch der Shaker. Ganz wichtig am Stand von dem Ganzen. Ich möchte euch jetzt Schritt für Schritt euch zeigen, wie es funktioniert. Dann das Glas vorkühlen. Dass es schön und kalt ist. Am besten so viel Eis wie möglich. Wenn wir so weit sind, dann das eine. Dann das andere Kante. An einer Kante auf. Dann das Eis drin. Spielt keine Rolle, wenn ein bisschen Eigelb reinkommt. Das macht einfach auch gerade ein bisschen Wunder. Dann nehmen wir das Sama-Sama-Likör. Nehmen 15 L vom Sama-Sama. Wir machen natürlich die Fläschchen dazu. Wir nehmen von unserer von Sama-Sama Ingwer-Limonade 2 Zähne, dass hier ein bisschen Süße reinkommt. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Säure. Dann müssen wir unbedingt frisch gepressten Zitronensaft haben. 2 Zähne. So, und wenn ihr alle Zutaten zusammen da habt, dann machen wir den Shaker zu. Machen. Und immer seitwärts bitte, weil sonst tut er nicht richtig shaken. Und dann fangen wir an. Und bitte sehr kräftig shaken, das heisst ein Hard Shake. Dann könnt ihr gerne das Glas nehmen. Eiswürfel raus tun und dann fangen wir an mit dem Strain. Dann nehmen wir den groben Sieb und den feinen Sieb. Und dann einen Double Strain machen. Und wenn ihr seht, dass er so schäumt, dann habt ihr einen richtig guten Shake. Das wäre unser Sama-Sama-Sama zum Wohl mit dir.